Ministro della Stampa, quindi entriamo direttamente in medias res con l'autore forse più giovane di tutti, classe 1982, Alexander Keppel, un Piefke. Berufspiefke, di professione, quindi tedesco di professione, che però vive appunto in Austria. E cosa lo rende più austriaco che occuparsi di Trieste, in effetti? Lo inserisce quindi in questo filone. Alexander Keppel ha studiato design della comunicazione, delle arti, a Potsdam e a Poznan, e vive a Vienna dal 2015. Gestisce anche un blog, Luftraum, e il suo romanzo si intitola Der zweite Kontinent. Scenario interessante: l'Austria-Ungheria ha vinto la guerra. Ne abbiamo già parlato l'anno scorso, evidentemente un tema che va per la maggiore. E siamo nel 1968, l'Austria-Ungheria è una monarchia euro-pacifica, le guerre mondiali non si sono mai verificate. Trieste ha 2 milioni di abitanti, è il fiorente porto dell'impero, ricca di collegamenti con ogni parte del globo, soprattutto con l'Australia, il secondo continente, scoperto da marinai austriaci, non da Cook, come ci si voleva far credere. Laggiù si estendono grandi piane desertiche, come la Grande Pannonia, e terre da sfruttare, come la nuova Istria. La cultura aborigena sarà oggetto delle ricerche scientifiche del protagonista, Felix von Todt, imperiale regio alfiere di Marina, che passa alcuni giorni a Trieste, dove si innamora della giovane cameriera slovena Laura, nata in Australia. Del resto è solo questione di tempo. Trieste diventerà la capitale dell'impero, perché grazie alla sua posizione aperta sul mondo ha surclassato Vienna. Io comincerò già quindi con una domanda ad Alexander. L'idea di una Trieste con 2 milioni di abitanti mi dà i brividi. Die erste Frage an Alexander: ein Trieste mit 2 Millionen Einwohner, sind das denn? China, ich glaube, noch mal China hat auch. Okay. Wie muss man sich ein Trieste mit 2 Millionen Einwohnern vorstellen? Naja, also vielleicht, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja. 1-2, 1-2 Test, ja. Ja. Also zuerst mal vielen Dank für die Einladung, Alessandro Sgambati. Schön, dass ich hier sein darf, hier vor Ihnen sprechen über meinen Roman, mein Debüt sozusagen. Ja, also Triest mit 2 Millionen Einwohnern ist natürlich relativ utopisch, vielleicht müsste man ein bisschen was vom Cast einfach abrasieren. Vielleicht auch eine Verbindung mit Capodistria herstellen, ich weiß nicht, ich habe mich jetzt da nicht so viel, also rein technisch, räumlich mit beschäftigt. Auf jeden Fall wäre es wahrscheinlich irgendwas wie Hamburg, Shanghai oder Rotterdam, also einfach eine Großhafenstadt, die es ja schon einmal war. Non mi sono in particolare occupato dell'aspetto tecnico, logistico di questa estensione, ipotetica estensione di Trieste. Sicuramente una gran parte del Carso sarebbe scomparsa a favore delle costruzioni e ci sarebbe stato, questo è il lato positivo, un collegamento più intenso con Capodistria. Perché tanto amore per il positivismo austriaco? Woher kommt die große Liebe oder Begeisterung für das österreichische her? Naja, als Deutscher hat man ja so eine bisschen komplizierte Beziehung zu Österreich. Wir auch. Zwischen Verklärung und, also man unterschätzt es halt viel zu leicht und verklärt es auch irgendwo. Und als ich 2015 nach Wien gezogen bin,
habe ich natürlich erstmal die Stadt und das Umland entdeckt und die tausend kleinen Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich, oder Berlin, meiner Heimatstadt, und Wien in dem Fall. Man sagt ja auch, nichts trennt mehr wie die gemeinsame Sprache. Und ja, also es ist natürlich aus deutscher Sicht irgendwo sehr exotisch, es ist irgendwo sehr nah dran, es wird aus eben deutscher Perspektive gerne verklärt und romantisiert. Und gleichzeitig ist es aber irgendwo auch sehr weit weg, also es ist so ein eigenartiges Wechselspiel irgendwo. In quanto tedesco ho un rapporto molto particolare, anche conflittuale, con l'Austria. Io quando mi sono trasferito a Vienna nel 2015 ho scoperto la città, ho scoperto i suoi dintorni, le differenze che ci sono rispetto alla mia Berlino, e mi sono reso conto che niente può dividere come una lingua in comune. Naturalmente da un punto di vista tedesco Vienna è vista anche spesso come una città quasi trasfigurata e anche romanticizzata, però è un interessante gioco di contrasti. Genau. Dunque, perché tanto distacco rispetto al mondo germanico prussiano? Die Frage, ja, wieso so viel Distanz von der germanischen preußischen Welt? Zu Österreich? Als Neuösterreicher sozusagen. Also, das ist eine Frage, vielleicht wahrscheinlich, ja. Ja. Also es gibt eigentlich gar nicht so viele Distanz. Es gibt eher eine große Faszination, aber währenddessen wird man immer wieder auf, ich sag mal, kleine Stolpersteine vielleicht gestoßen. Also die Deutschen fühlen sich ja generell sehr wohl in Österreich, die Österreicher aber nicht unbedingt mit den Deutschen. Und da rennt man manchmal offene Türen ein, sag ich mal. Und ja, vielleicht reicht es an der Stelle zu diesem Thema, weiß ich nicht. Man merkt, die Frage verstört uns irgendwie ein bisschen, gell? Ja, weil wir wollen ja endlich nach Trieste. Ja, genau. Ja. Allora, una domanda che può anche un po' confondere, mettere a disagio questa. Was war die erste Antwort? Ich kann mich leider nicht erinnern. Leben mit Demenz. Ah sì, di solito il tedesco che viene in Austria, soprattutto a Vienna, si sente affascinato dal luogo, si sente a proprio agio. Non è sempre un atteggiamento reciprocato poi da parte degli austriaci nei confronti dei tedeschi. Questo atteggiamento del resto di distanza dal mondo germanico-prussiano può anche portarci a volte a sfondare delle porte aperte. Cosa non ti piace di Trieste? Was gefällt dir nicht an Trieste? Mir gefällt grundsätzlich alles in Triest. Abbiamo la capacità diplomatica, ma prima o dopo verrà fuori. La tua visione su questa unione popolare euroasiatica, diciamo anche Russia, è influenzata forse dalla corrente guerra in Ucraina e dalla tua infanzia nella DDR? Deine Welt, die du erschaffen hast, ist sie geprägt worden, vielleicht auch durch den aktuellen Ukraine-Konflikt oder durch deine Kindheit in der DDR? Also wenn dieses Buch durch meine Kindheit, die bis 5 Jahre alt, also bis mein fünftes Lebensjahr ging,
also nicht meine Kindheit, aber die DDR geprägt worden wäre, dann wäre die DDR also ein pazifisches Wunderland. Also das möchte ich schon mal an der Stelle eigentlich ausschließen. Oh Gott. Also, oder andersrum, diese Sache, die da in meinem Buch, also das Buch habe ich im Schreibprozess, ich glaube, Ende 21 abgeschlossen. Und da war, also natürlich gab es die Spannungen, also in der Ukraine, zwischen Ukraine und Russland, die waren schon existent, aber dass es dann wirklich so schnell dazu kommt, hätte ich mir damals auch nicht träumen lassen. Hier verhalten sich die Dinge ganz schön anders. Es geht um andere Länder, andere Kontinente und Konstellationen, aber dass natürlich so eine Art Super-Sowjetunion, die da bei mir erschaffen wurde, natürlich expansive Bestrebungen verfolgt oder ja, Dinge im Schilde führt, das ist natürlich jetzt nicht so weit hergeholt. Das ist nicht so weit weg. Also es ist nicht so weit aus der Luft gegriffen, dass die Sowjetunion als imperiales Gebilde solche Pläne verfolgt. Diciamo che l'atteggiamento dell'ex Unione Sovietica è qualcosa di non nuovo, l'atteggiamento della Russia non è una cosa nata dal nulla, è una cosa che esiste da tempo e che avevo sperimentato nella mia infanzia. In realtà il romanzo è stato concluso alla fine del 2021, prima che iniziassero le ostilità, perlomeno le ostilità aperte, e quindi sì, c'è un qualcosa in sottofondo, ma non si riferisce specificamente a questa situazione geopolitica. So, preghiamo ad Alexander Kepler di leggere un brano di sua scelta. Genau, also ich führe vielleicht kurz noch in die Szene, in die Situation ein. Also wir haben es jetzt mit dem, also wir sind im ersten Tag in Triest des Protagonisten. Er ist hier im Prinzip auf der Durchreise nach dem zweiten Kontinent, also nach Australia sozusagen. Und diese kurze Szene also beschreibt im Wesentlichen, wie er seinen ersten Tag hier in dieser Stadt erlebt, zumindest der erste Abschnitt. Allora, parliamo del primo giorno a Trieste del protagonista durante l'attraversamento di questo secondo continente. Grazie. In zwei Tagen fliegen wir unter der Führung von Professor Rehberger auf den zweiten Kontinent. Rehberger, die Leiterin unserer Mission, war eine bemerkenswerte Dame. Sie stammte aus dem Kaunertal in Tirol und hatte die 50 bereits überschritten. Ihr Wesen war so pragmatisch wie zerstreut. Mit ihrem auf dem schmalen Leib sitzenden, immer leicht nach vorn geneigten Kopf erinnerte sie bisweilen an einen großen, intelligenten Vogel. Während eines Gespräches schienen ihre Gedanken immer schon darüber hinwegzufliegen. Ihr karamellbraunes, vereinzelt silbern durchwirktes Haar trug sie stets mit etwas Pomade nach hinten gelegt. 17 Jahre lang hat sie selbst darüben gelebt und geforscht. Ihr luftiger, etwas improvisiert wirkender Auftritt hat am Anfang ihrer Karriere so manchen Kollegen verleitet, sie zu unterschätzen. Als Professorin der Kunstgeschichte und der Völkerkunde war sie in Europa eine führende, wenn nicht die Expertin für die Abori-Welschen, die Indigenen des zweiten Kontinents. Sie beherrschte selbst viele ihrer unzähligen Sprachen. Ich war ihr Assistent an der Universität Wien. In zwei Tagen sind wir schon in Neupressburg. Die gewaltige im Lothringer Golf gelegene Hafen- und Handelsmetropole zählt über 5 Millionen Einwohner und ist auch die Hauptstadt des Kronkontinentes, unserer pazifischen Reichshälfte. Übermorgen werden wir mit Vertretern des Marineministeriums, des Überseebüros
sowie zwei austrialischen Gouverneuren zusammentreffen, die sich gerade hier in Triest befinden. Heute und morgen standen wir allerdings noch zur freien Verfügung. Trinken. Lief weiter die sich windende St. Michele hinunter. Das Trottoir war an manchen Stellen nicht mal einen halben Meter breit. Mir war, als würde ich die ganze Zeit über von ungeduldiger Hand zum Meer geschubbt. Als sollte einem bedeutet werden, keine Zeit zu verlieren mit den hiesigen Zerstreuungen. Als wollte einem diese Stadt sagen, eile dich, ich bin das Tor zur Welt, aber eben nur das Tor. Rechter Hand kam ich an einem kleinen Platz vorbei, der belegt war von einer Gruppe Katzen. Sie hatten sich dort auf dem heißen Pflaster in einer Weise ausgebreitet, als seien sie 10-mal so groß. Sie wirkten, als lägen sie nicht vor dem Geschäft eines Fleischhauers in einer österreichischen Hafenstadt am nördlichen Mittelmeer, sondern in der sengenden Savanne Afrikas. So, als hätten sie, nachdem sie sich daran zur Genüge gütlich getan, das zernagte Gefetz, welches von ihrem Gnu oder Zebra noch übrig war, nun den grauslichen Hyänen und kahlköpfigen Geiern zur finalen Verwertung überlassen. Dass sie doch nur mausende Miniaturen dessen waren, schien ihnen beileibe nicht in den Sinn zu kommen. Ich ging weiter, hinunter bis zum Valentinsplatz. Auch hier flimmerte vor Hitze schon die Luft über den Pflaster. Nur wenige Menschen waren zu dieser Zeit auf den Straßen zu sehen. In einer kleinen, schattigen Bar trank ich zur Erfrischung ein Seidler Schleppe. Ich hatte immer noch einen Gusto, doch der Speck rollte sich schwitzend auf den Brötchen in der Vitrine und so verzichtete ich fürs Erste. Im engen Gassengewirr der unteren Stadt ließ ich mich mal links, mal nach rechts fallen. Hier der Duft von frischem Brot aus einer offenstehenden Backstube. Da ein leiser Fluch. Gazzo. Aus einem geöffneten Fenster im Mezzanin verklungen die letzten Takte von Schuberts 8. Sinfonie auf einem alten Grammophon. Ein beleibter Rabbiner mit einem Zwickel auf der Nase und einem imposanten Streibel auf dem Kopf kreuzte meinen Weg und begrüßte ein junges jüdisches Paar, das ihm aus einer Seitengasse entgegenkam. Sie wechselten ein paar Worte. Der Rabbi sagte, ah, spazieren. Er sprach es kehlig aus mit hellen Vokalen. Ah, spazieren. Dies war der Zauber des Alleinreisens. Alle Eindrücke wogen doppelt, rotierten, dehnten sich aus, wuchsen und schleusten sich ins Bewusstsein, ohne gleich geteilt und damit auch immer verstümmelt zu werden. Nun fand ich mich auf der Bellini mitten im theresianischen Viertel wieder. Rechts von mir der Canale Grande mit seinen drei Drehbrücken. Ich folgte den mattgrünen, beidseitig mit bunten Booten bestückten Wasserstreifen bis vor zur Cacciotti, wo sich das schimmernde Brack im Meer verlor. Nach stundenlangem Streifen durch die staubigen, aufgeheizten Gassen war die Weite und das linde Blau der See, die sich nun von mir auftat, wie eine Erlösung. Warmer, anlandiger Wind blies mir ins Gesicht und hinterließ einen Film aus Wasser und Salz auf der Haut. Ich stand eine Weile am Ufer, schaute minutenlang in das Treiben am alten Hafen, in das stete Kommen und Gehen von Schiffen, Waren, Menschen und Hoffnung. Irgendwann formte ich mit meinen Händen einen kleinen Rahmen und suchte mir einen Ausschnitt, in dem nichts weiter außer der Himmel und der Meeresoberfläche zu sehen war. Es war ein Bild aus der Ewigkeit, das so seit Anbeginn der Zeit existieren könnte. Gigantische, vor Jahrmillionen ausgestorbene Wasserechsen könnten jetzt darin auftauchen, mit markerschütternden Schreien ihre meterlangen Hälse in den Himmel recken, um gleich darauf wieder in der Tiefe zu verschwinden. Römische oder phönizische Galeeren könnten darin kreuzen oder levitierende Aeroplane aus zukünftiger Zeit. Drehte ich mich aber um, so sah ich die Nachmittagsgäste unter den rot-weißen Markisen des Cafés della Polare sitzen, sah die prachtvollen Palazzi, Gemälde und Cacciotti und die vielen kleinen Handelsschiffe im Kanal liegen, sah ein paar levantinische Seeleute sich auf ihren bunten Gebetsteppichen gegen Mekka werfen, sah am Ende des Kanals die Kirche St. Anton, deren Stufe wie aus dem Wasser kam, sah wie ihre ionischen Säulen sich kräuseln und grotesk verlängern und spiegelten. Ich überquerte die Uferstraße und widerstand der Versuchung, einer breiten, weit aus dem Hafen hinausragenden Mole zu folgen. Mit ihren gusseisernen Laternen nahm sie sich aus wie eine Prachtstraße, die man mitten ins Wasser gebaut hatte und von deren Ende gerade ein Ozeanriese der Austroamerikaner ablegte. Stattdessen hielt ich mich weiter auf dem Lungomare und spazierte noch etwas Richtung Westen der zart verblutenden Sonne entgegen.